In Ochsenwerda sind am Dienstag ein Jeep und ein Kleinwagen kollidiert. Die Fahrerin des Kleinwagens war daraufhin schwer verletzt im Fußraum des Autos eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Anschließend wurde sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Jeeps erlitt einen leichten Schock. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt.